Hallo zusammen, ich begrüße euch recht herzlich hier zu einem Video zu ZUSI 3. Wir sind heute auf der VDE 8 unterwegs, auf der Fahrt von Teuern nach Erfurt. Unser Zug soll um 7.49 Uhr hier sein und es ist jetzt aktuell 7.45 Uhr. Wir bereiten noch kurz ein paar Sachen vor, dass wir hier einen Fahrplan haben. Einmal der Fahrplan. Wir fahren den Zug 1008. So, dann haben wir hier den Fahrplan. Dann stellen wir das Ganze noch im Zugfunk ein. Hier einmal auf Anmelden. Sehr gut, Anmeldung ist erfolgt. Dann haben wir hier noch das andere Terminal links. Das ist aber erstmal unwichtig. Dann und schon ist der Zug da. So. Wir fahren jetzt halt hier nur 60 km/h, deshalb ist gut, dass wir das hier schon vorbereitet haben. Wir müssen uns jetzt leider davor vorbereiten, nachdem der Zug
So. Das sieht nicht gut aus, nachdem uns jetzt hier das EDCS auf 40 km/h runterbremst. Ich glaube, da haben wir dann mit dem Fahrplan doch gleich wieder ein kleines Problem. Aber mal gucken. Das Ergebnis sehen wir erst, wenn wir in Erfurt ankommen. Beziehungsweise wann wir in Erfurt ankommen. So, 4 Kilometer sollen wir dann die 40 km/h haben. Hier gut zu erkennen.
fahren wir nur noch 200 km/h. Schade. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe hier das Chaos-Level vom Fahrdienstleiter auf der höchsten Stufe eingestellt. Das bisschen was geboten ist und ich nicht einfach nur die Strecken abfahre, ohne dass was passiert. Das mal so als kleiner Hintergrund, was ich da jetzt in den Einstellungen dumm gespielt habe. Dann sollten wir die 40 haben, so. Noch. Was ist denn heute los mit der Sifa? Hier an dem Signal und sind vorbei und dann können wir auch schon wieder Gas geben. Also ein Ersatzauftrag, einfach einmal runter auf 40 km/h und dann, wenn man vorbei ist, wieder das fahren, was der Tacho vorgibt, also 300. Nachdem es jetzt bergab geht, sollten wir wieder relativ schnell auf Geschwindigkeit kommen. So, jetzt haben wir den deutschen Satz losgebracht. Und kaum versieht man sich schon, hat man wieder eine Minute Verspätung. Sein, das wird etwas knapp. Also das mit den 1,5 Minuten Verspätung kommt schon ganz gut hin. Tendenziell sogar noch ein bisschen mehr. Aber wir haben ja schon wieder 200 km/h erreicht. Die Rechnung macht und uns wieder irgendwo anhalten lässt oder fast stehen lässt. Aber ich glaube, das kommt. Ich glaube, das reicht jetzt, wenn man es macht, hier auf der Strecke. Kommt tatsächlich in der Realität auch gar nicht so oft vor, dass es sowas gibt, gerade hier auf der Schnellfahrstrecke. Da fährt man ja doch meistens mit 300 km/h durch. Irgendwie aber auch logisch. Ansonsten wird es hier. Sonst könnte man sich den Fahrplan ja gleich schenken. So, schon haben wir die 280 km/h wieder erreicht und hier im Display ist dann schon wieder der Bremseinsatzpunkt in 2 Kilometern. Ja, jetzt sind es 2 Kilometer. 95, 96, 97.
So. Dann fangen wir schon mal langsam an zu bremsen, nachdem wir da vorne dann wieder 230 km/h haben sollen. Einmal schön die Bremskurve ausfahren, nachdem wir jetzt sehr knapp dran sind. Sehr gut. Da vorne ist dann schon wieder die nächste Geschwindigkeit. Wir haben tatsächlich auch nur noch 10 Kilometer, 11 Kilometer, um genau zu sein. Also wir nähern uns in großen Schritten Erfurt. So. Nachdem wir bisher knapp dran sind, kann man nicht ganz so elegant runterbremsen, wie man es eigentlich könnte auf der Strecke. Gleich die EDCS-Kurve, die Bremskurve abzulaufen. Bis wir da sein sollten, das wird doch etwas knapp. Also wir werden Erfurt dann doch mit circa einer Minute Verspätung erreichen. Aber mal so ist es halt bei der Bahn. Wäre langweilig, wenn wir hier mal pünktlich fahren würden. No. War jetzt etwas zu sportlich, hatte ich das Gefühl. Egal. Noch. Und schon fahren wir nur noch 120. So, in 2 Kilometern 190, das ist das Zwischensignal, das aktuell noch auf Halt steht. Mal gucken, vielleicht springt es ja noch um. Sagen wir mal, hoffentlich springt es noch um. Sich schon wieder gemeldet. So, jetzt ist umgesprungen. Mit 60 dürfen wir dann in Erfurt einfahren. Ja, jetzt sollten wir eigentlich da sein. Aber es ist noch relativ pünktlich für die Bahn, würde ich jetzt mal behaupten. Also es hätte auch schlimmer passieren können. So, 7:50.
geben wir noch mal ein bisschen Gas, dass wir an die 60 fahren. Und dann ist da vorne auch schon die Bahnhofshalle zu erkennen. Wenn ich das richtig erkenne, ist dann der Bahnsteig links. Ja, genau. Dann geben wir schon mal die Türfreigabe nach links frei. So. Da vorne unter dem Vorsignalwiederholer ist dann unsere H-Tafel, die wir ganz grob mal anpeilen. Genau, 210 Meter.